Hallo liebe Schülerinnen und liebe Schüler der dritten Klasse und herzlich willkommen zu unserer heutigen Deutschstunde. Mein Name ist Barbara Boschnik und heute bin ich eure Deutschlehrerin. Wir werden uns heute mit dem Thema Familie beschäftigen. Drage učenice i dragi učenici, dobrodošli na sat njemačkog jezika. Ovaj sat predviđen je za učenike trećih razreda srednje škole, a današnja tema je obitelj. Und hier sind unsere Lernziele für heute. Naši današnji odgojno-obrazovni ishodi su oblikovati odgovore na pitanja vezana za temu obitelj, te pri tome upotrijebiti glagole s prijedlozima. U kratkom videu na temu obitelj pronaći tražene podatke i odgovoriti na postavljena pitanja. Erfolgreich am Unterricht teilnehmen zu können, braucht ihr ein Blatt Papier oder ein Heft, einen Bleistift oder einen Kugelschreiber und einen Computer oder ein anderes Gerät mit Internetzugang. In jedem Moment könnt ihr das Video anhalten, um etwas aufzuschreiben, eine Aufgabe zu lösen oder etwas zu wiederholen. Kao i za svaki sat njemačkog jezika, potreban vam je list papira ili vaša bilježnica iz njemačkog i nešto za pisanje. Osim toga, trebate i uređaj koji ima pristup internetu. Video lekciju možete u bilo kojem trenutku zaustaviti kako biste nešto zapisali, riješili zadani zadatak ili jednostavno nešto ponovili. Krenimo s današnjom lekcijom. Wie schon erwähnt, unser heutiges Thema ist Familie. Das Thema ist euch schon von früher bekannt. Deswegen besteht unsere Lektion heute aus drei verschiedenen Teilen. Der erste Teil ist eigentlich eine Art Wiederholung. Im zweiten Teil werden wir bestimmte Informationen in einem Video finden. Und der letzte Teil der heutigen Lektion bezieht sich auf Verben, die man zusammen mit einer Präposition verwendet. Tema obitelj za vas nije ništa novo. Ovom ste se temom bavili već u prvom razredu, stoga će današnja lekcija biti podijeljena u tri dijela. U prvom ćemo dijelu ponoviti što znamo od ranije vezano za temu obitelj. Drugi dio je kratak video na istu temu u kojem ćemo pronaći određene informacije u svrhu provjere razumijevanja. A u trećem, ujedno posljednjem dijelu lekcije, upoznat ćete glagole koji u sebe vežu određene prijedloge, te ćete ih i sami upotrijebiti u rečenicama. Pa krenimo! Erinnert ihr euch noch an diese Familienmitglieder? Ove ste pojmove naučili u prvom razredu. Prisjetite se malo tko je tko. Sigurno se sjećate kako odgovoriti na ovo pitanje. Wie groß ist deine Familie? Eine Familie kann klein, groß, nicht so klein, nicht so groß sein. Unsere zweite Frage lautet, hast du Geschwister? Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, die als eine Antwort gelten können, wie zum Beispiel, ja, ich habe eine Schwester, oder ich habe einen Bruder, oder ich habe zwei Schwestern oder zwei Brüder. Auch das Gegenteil kann auch sein, nein, ich habe keine Geschwister. Gehen wir weiter. Die erste Übung für euch ist ein Stammbaum. Ovdje možete zaustaviti video lekciju, prepisati poveznicu i riješiti zadatak tako što ćete povezati ime člana obitelji koje je napisano na obiteljskom stablu sa opisom koji mu odgovara. Viel Glück und viel Spaß. Hier könnt ihr auch die Lösung der Aufgabe sehen. Also, Karins Tante heißt Elfriede.
Marias Großvater ist Horst, Gerdas Sohn ist Johann. Dann die Mutter von Klaus ist Helga, Karins Schwester heißt Maria und Marias Bruder ist Klaus. Die folgende Übung im ersten Teil der Lektion ist auf dem folgenden Link zu finden. Zaustavite opet video lekciju, prepišite poveznicu, te riješite zadatak povezujući opis člana obitelji s odgovarajućim članom. Sretno! Und hier ist auch die Lösung. Die Schwester meiner Mutter ist meine Tante. Der Sohn meines Vaters ist mein Bruder. Die Oma meines Bruders ist meine Oma. Der Bruder meines Vaters ist mein Onkel. Der Vater meiner Mutter ist mein Großvater. Gut, nachdem ihr die Online-Aufgaben erfolgreich gelöst habt, beginnen wir jetzt mit dem zweiten Teil unserer Lektion. Nun werden wir uns mit einem Video ein bisschen beschäftigen. In diesem kurzen Video gibt es drei Sprecher. Der erste ist Stefan, die zweite Sprecherin ist Stefanie und die dritte Mona. Ovdje možete zaustaviti video lekciju, prepisati poveznicu i pogledati kratak video u kojem će nam već spomenuta tri govornika reći nešto o svojoj obitelji, točnije o svom odnosu sa svojom braćom i sestrama. Za vrijeme gledanja pokušajte uz pomoć tablice odgovoriti na pitanja. Ima li Stefan braća i sestara? Ima li Stefani braća i sestara? Odnosno, ima li Mona braća i sestara? Tijekom gledanja videa, jednostavno kvačicom označite odgovor za koji smatrate da je točan. Također, video ne morate pogledati u cijelosti, već nam je za zadatak potrebno samo minuta i pol. Prilikom gledanja videa, važno nam je znati značenje glagola streiten. Glagol streiten znači svađati se. Pa krenimo! Eure Tabelle sollte nach dem Videoansehen so aussehen. Also, alle Sprecher haben Geschwister. Okay, machen wir weiter. Das Video werden wir noch einmal anschauen. Diesmal habt ihr aber eine schwierigere Aufgabe. Ihr sollt entscheiden, entweder die Aussagen, die sich auf die Sprecher beziehen, richtig oder falsch sind. Zuerst lesen wir die Aussagen. Stefan hat eine kleine Schwester. Stefan und seine Schwester haben sich nie gestritten. Stefanie hat eine jüngere und eine ältere Schwester. Stefanie hat sich mit der mittleren Schwester oft gestritten. Mona hat nur eine ältere Schwester. Mona und ihre Schwester haben sich oft gestritten. Sada zaustavite video lekciju i za vrijeme drugog gledanja videa, nakon što ste upisali poveznicu, pokušajte odrediti jesu li tvrdnje koje smo pročitali točne ili ne. Netočne pokušajte ispraviti. Viel Glück! Provjerimo točnost vaših odgovora. Tvrdnje koje su točne su prva, četvrta, peta i šesta, odnosno rečenice. Stefan hat eine kleine Schwester. Stefanie hat sie mit der mittleren Schwester oft gestritten. Mona hat nur eine ältere Schwester. Mona und ihre Schwester haben sich oft gestritten. Netočne tvrdnje su druga i treća, odnosno rečenica Stefan und seine Schwester haben sich nie gestritten. Naime, točno rješenje bilo bi, richtig wäre die Aussage, sie haben sich oft gestritten. Treća rečenica, Stefanie hat eine jüngere und eine ältere Schwester, ist auch falsch. Naime, točno bi bilo, sie hat zwei jüngere Schwestern. Gut, ich bin mir sicher, dass ihr alle Sätze selbst richtig gelöst habt.
Jetzt folgt eine Frage für euch. Wie ist es bei dir? Streitest du dich oft mit deinem Bruder oder mit deiner Schwester? Eine mögliche Antwort wäre, ja, ich streite mich oft mit. Oder vielleicht das Gegenteil, nein, ich streite mich nicht oft mit. Obratimo pozornost na crveno otisnute riječi. Streite mich mit. Prepoznajmo glagol streiten, odnosno sich streiten. Uz njega ovdje imamo i riječ mit. Koja je prijedlog? Dakle, zaključimo, glagol sich streiten mit nam je primjer glagola koji koristimo uz prijedlog. Das ist eigentlich der dritte Teil der heutigen Lektion. Verben mit Präpositionen. Hier könnt ihr verschiedene Verben sehen, die eine Präposition verlangen. Die sind sprechen mit, razgovarati s nekim, sprechen über, razgovarati o nečemu, sich informieren über, informirati se o nečemu, warten auf, čekati na, bitten um, nekoga nešto zamoliti, gehören zu, pripadati, spielen mit, igrati se s nekim, ili s nečim, sich interessieren für, za nešto se zanimati. Naime, to su nam sve glagoli s prijedlozima. Zanimljivo je da svaki od glagola, zbog prijedloga koji se uz njega nalazi, zahtjeva i uporabu određenog padeža. Od ranije je poznato da pojedine prijedloge vežemo uz padeže. Pravilo vrijedi i ovdje. Prijedlozi poput mit ili su u sebe vežu dativ. Dok recimo prijedlozi um ili für zahtijevaju uporabu akuzativa. Sigurna sam da već od ranije znate neke od ovih glagola. Kako biste provježbali uporabu prijedloga uz glagol, zaigrajte sljedeću igru. Prepišite poveznicu i pronađite prijedlog koji odgovara zadanom glagolu. Viel Spaß! Nachdem ihr die Online-Aufgabe erfolgreich gelöst habt, könnt ihr jetzt ohne Probleme auch diese Beispiele verstehen. Also, Verben sprechen mit und sprechen über sind im Satz Ich spreche mit meiner Mutter jeden Tag über meine Probleme. Und im Satz Mein Bruder spielt mit seinem besten Freund haben wir das Verb spielen mit. Und jetzt seid ihr an der Reihe. Versucht jetzt die Sätze zu beenden. Beachtet dabei die Verben mit Präpositionen. Also, ich interessiere mich für, hier brauchen wir Akkusativ. Meine Mutter informiert sich über, auch hier brauchen wir Akkusativ. Und ich bitte um, in diesem Satz brauchen wir auch Akkusativ. Auch hier könnt ihr eine Pause machen, um die Aufgabe zu lösen. Viel Erfolg! Usporedimo odgovore. Eine mögliche Lösung wäre, also ich interessiere mich für Volleyball. Meine Mutter informiert sich über meine Noten. Ich bitte um eine schnelle Rückmeldung. Vjerujem da su vaši odgovori slični mojima. Nastavimo sada sa zadacima. Auf dem folgenden Link befindet sich eine kleine und zwar die letzte Übung für euch heute. Na poveznici se nalazi zadatak kojim ćete uvježbati uporabu glagola s prijedlozima u rečenicama. Dijelove rečenice potrebno je povezati u smislenu rečenicu. Pri rješavanju pazite na glagole i njihove prijedloge. Sretno!
Versuchen wir nun noch herauszufinden, ob wir unsere Lernziele für heute erreicht haben. Procenite sami jeste li uspjeli ostvariti današnje ishode. Ich kann meine Familie beschreiben. Mogu opisati svoju obitelj. Ich kann in einem Hörtext bestimmte Informationen finden. Mogu pronaći određene informacije u videozapisu. Ich kann Verben mit Präpositionen in Sätzen verwenden. Mogu oblikovati rečenice u kojima točno upotrebljavam glagole s prijedlozima. Ovime smo došli do samoga kraja naše video lekcije. Nadam se da vam je bilo zabavno i poučno. Do našeg sljedećeg druženja, lijep pozdrav!